Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Morphe Draw mit mir, dem Servo. Und als ich das Spiel gestartet habe, sind ein paar Nachrichten aufgeploppt, die jetzt es leider nicht in die Aufnahme geschafft haben. Zum Beispiel, dass ich mal zu Big Rigs Custom Autos gehen soll, weil es da angeblich Teile gibt für Autos. Wenn ich das richtig verschnapp. Und irgendwas von wegen Autorennen sind jetzt verfügbar. Und eins soll hier sein. Bei U8. Rundenstrecken. Okay. Ja, das ist alles im Prinzip, was da gerade stand. Ich glaube, ich besuche mal einen dieser Orte. Es würde mich mal interessieren, was da los ist. Und das ist übrigens die erste Aufnahme im Jahre 2017 jetzt. Mittlerweile. Sehr interessant. Übrigens, ich habe ja letztens dieses Jahresrückblicksvideo gemacht. Zu 2016. Das kam, glaube ich, heute oder gestern. Gestern wahrscheinlich aus eurer Sicht aus. Oder vorgestern. Da habe ich ein bisschen auch über die Spiele geredet und auch über Mafia 3. Was so ein bisschen, wo ich ein bisschen gesagt habe, es ist ein bisschen enttäuschend gewesen. Was aber nicht heißt, das darf man nicht falsch verstehen, heißt jetzt nicht, dass ich denke, dass es ein schlechtes Auto ist. Ein schlechtes Spiel ist. Habe ich gerade Auto gesagt? Schlechtes Auto? Nein, natürlich schlechtes Spiel. Kann ich das irgendwie so aktivieren? Fahrzeug verfügbar, die du dir liefern lassen kannst. Fordere deinen Wagen bei einem. Okay. Aber weißt du was, dann lassen wir uns mal den Wagen liefern. Einfach mal so. Auch wenn ich diesen Wagen hier, den ich hier gerade habe, ganz interessant finde. Exoten. Ah, genau. Jetzt werden die eingeordnet in Klassen. Weil diese Rennen gibt es angeblich für Sportwagen, dazu zählt anscheinend Lincoln's Muscle Car. Und für Exoten, dazu zählen dann die hier. Den hier finde ich ja eigentlich ganz cool. Aber rufen wir uns erstmal den hier. No can do, lad. Sorry. Hä, bereits in einem Auto? Ich bin nicht in einem Auto. Ich bin neben einem Auto. No. So, pass auf. So. How about sending some new wheels to Delray Hollow? On it, lad. Just getting her warmed up. So, jetzt fährt er. Eigentlich schade um diese neue Karre hier, weil ich glaube, ich bis jetzt noch nicht viel gefahren. That's a big help. Ich will mal testen, was hier abgeht, was man hier machen kann. Knapp so. Tuning, das finde ich cool. Ich wusste echt nicht, dass das im Spiel drin ist. Das habe ich in keinem Bericht gelesen, dass es sowas gibt im Spiel. Mal sehen, ist es eigentlich nur optisch oder ist es tatsächlich auch? Oh, Junge, Junge, ey, das ist ja. Wobei ich das ja vielleicht ein bisschen zu krass finde. Moment, wo sind wir gleich bei 1? Hier ist immer 1, ne? Da überlege ich es mir nochmal. Auspuff, da kann man mal gucken. Och, das nehme ich. Ach, da steht der Preis, $674. Das geht ja eigentlich ganz gut klar. Ist das hier? Oh. 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 Ja, vielleicht ein bisschen zu krass. Ich nehme das hier. Eingebaut. Tududududum. Ich bin übrigens noch ein bisschen krank. Das tut mir leid. So, ich glaube, das war jetzt nicht teuer. Ohne richtig drauf aufgepasst haben. Erreiche jetzt im Freischalten den Rekord in Hollow Points. Achso, das muss man fragen. What the fuck? Das ist aber ein dickes Ding. Ja, ich kenne ja einen, ne? Der würde in sowas Stunden verbringen. Ein guter Freund von mir.
Oh, ich muss sagen, ich finde den ja in Orange, auch wenn Schwarz die Standardfarbe von dem Wagen ist, ich finde den in Orange irgendwie besser. Und ich ändere das meistens nicht, weil ich finde, wenn das Schwarz die Standardfarbe ist, dann soll es so bleiben, aber hier mache ich es einfach mal. Weil ich finde, in Schwarz ist der Wagen so nichtssagend. Oh, boah, wenn er hier einen Streifen drauf kriegt. Nicht viel, ey, ganz ehrlich. Ich bin nicht dafür, dass es so über. Zum Beispiel. Ich mag es nicht, wenn das so übertrieben ist, aber so ein schlichter Streifen, das zum Beispiel, auch wenn die 12 ein bisschen, oder die hier, die Nummer ist ein bisschen krass, finde ich. Gibt es hier nicht irgendwas, wo einfach nur ein Streifen drauf ist und so, so ein Jut? Oh, da überlege ich. Wow, das finde ich cool. Aber das geht nicht. Das Schönste geht natürlich nicht. Ich lasse es erstmal so. Ja, machen wir mal dunkel. Machen wir mal dunkel. Felgskis. Machen wir mal krasse Felgen drauf. Oder machen wir lieber Standardfelgen drauf? Irgendwie ist Standard scheiße. Also Felgen sind mir anscheinend doch eher relativ egal. Und innen ist innen nicht eigentlich quasi egal, weil man innen sowieso nicht sieht. Da kann man mittlerweile in die First Person gehen. Das wäre jetzt natürlich krass. Na komm, das lassen wir mal so, wie es ist. Weil, so wie es ist, ist es ehrlich gesagt ein bisschen scheiße. So finde ich es besser. Aber macht einen das ja eigentlich wirklich schneller? Es sieht nicht so aus. Weil alles, ehrlich gesagt, gleich viel kostet 1061, 1061. Nee. Ich mag den so am meisten. How y'all doing out there? Holla's got something to speak about. So open up your ears and get ready to receive. So. Yeah, der gefällt mir. Saving the roads, keeping the mail running, protecting and serving. Your answer probably depends on who you are, where you live and the shade of your skin. So, wird das eigentlich jetzt gespeichert, wenn ich den Wagen nehme? Das möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht rausfinden. Deshalb fahre ich einfach weiter mit dem hier. Ich hoffe es doch zumindest, ne? Das ist ja vollkommen sinnlos. Aber ich glaube, das wird tatsächlich gespeichert, weil das kann man ja nur bei den Autos machen, die man in der Garage hat. Also die man rufen kann. Deshalb wirkt es auf mich so, als ob man das tatsächlich nur bei diesen Autos machen könnte und dass es auch gespeichert bei denen wird. So, übrigens müssen wir jetzt natürlich eine kleine Testfahrt mit dem Ding machen. Wobei, der hat sich ja technisch nicht verändert, ne? Der ist aber. Oder? Hat er sich technisch verändert? Nee, ne? Ich meine, wir haben ja jetzt nicht die Leistung verbessert, sondern nur optisch. Oh, ich liebe es. Boah, Muscle Cars, ey. Komm echt zu dem Bremsweg von einem LKW. So, ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut, aber eigentlich dürfte sie nicht zu laut sein. Weil der Regen ist ja relativ laut. Na, guck mal. Wer ist eigentlich das Rennen? Das heißt, glaube ich, bei U8, oder? Bei U8, genau. Aber ich glaube, wenn die Rennen ganz cool sind, würde ich, glaube ich, ein bisschen mehr von den Rennen machen.
Und gerade dieses Autotuning-Feature, wo ich echt nicht wusste, dass es im Spiel Autotuning gibt, so richtig. Also gerade das macht es irgendwie ein bisschen interessant. Ja, ich glaube, viele interessiert sowas nicht so, weil die denken, oh, das ist künstliche Zeitstreckung, wenn wir die ganze Zeit so welche Nebenmissionen machen. Aber ganz ehrlich, für coole Nebenmissionen bin ich zu haben. Und sollten diese Rennen irgendwie Spaß machen, dann bin ich dabei. Das ist der falsche Weg. Blinkt der? Der blinkt, ne? Ah, krass, ich muss aber auch hier lang. Sorry, Mann. Hanging on. So, hier ist das Rennen. So, erster Platz, Flammaufkleber. Zweiter, $1000. Dritter, 500. Moment, kriege ich als erster keine Geldbelohnung? Achso, und dann gibt es noch Sport 2 oder so. Ein neues Teil anscheinend, wenn man eine tolle Zeit fährt. Wenn ich das richtig verstehe. Ach, unten links sieht man die Werte von der Karre. Wenn ich das so richtig verstehe. Rennmodus, du bist gerade in einem Rennevent, deine verfügbaren Steuerungen sind Beschleunigungen. Deine verfügbaren Steuerungen sind Beschleunigung, Bremsen und Rammen. Ein Neustart oder ein und drücke X. Okay. Don't go around tonight. So, mal sehen, wie sich das als Rennspiel schlägt. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist die Strecke jetzt nicht die längste. Oh, es ist ein Rundenrennen. Oh! Ach so! Ach, da wird einem sogar die Zwischenzeit dick markiert. Das ist ja krass. Go around tonight. Sepp geil finden! Jetzt müssen wir aber auch uns nach vorne kämpfen. Genug geschaunt. Würde mich natürlich interessieren, wie krass hier der Gummibandeffekt ist. Aber aktuell dauert es ein bisschen, bis ich es schaffe zu überholen. Aber geschafft. Ich glaube, die Zeit schaffe ich nicht. Da stand was von 1,50. Das kriege ich nicht hin. So, jetzt verwirrt mich gerade die Zeit. Warum habe ich da. Warum stand da was von plus 0,7 Sekunden? What the fuck? Geschwindigkeitsüberschuss, aber so weit von. Ach so, Streckenrekord, der bin ich leider zu langsam für. Na gut, kein neues Teil. Aber die Bestzeit schaffe ich nicht. Verlassen. Okay. Neue Rennen freigeschaltet. Du hast neue Rennen, dann wird es freigeschaltet. Wer denn alle neuen Rennen? Und es ist das dritte, um die nächste Stufe neu zu schalten. Okay. Das ist ja cool! Aber ich hab noch nicht das, was ich haben wollte. So, wo sind denn andere Rennen? Hier ist ein neues Rennen. 1500 bekommen, okay.
super cool. Ja, Bestzeit kann ich vergessen mit dem Ding. Ich glaube, das ist aber auch echt eher für Exoten gedacht. Ich glaube, ich mache jetzt ein paar Rennen. Das wird ganz lustig irgendwie. Plus ich will diesen coolen Streifen für das Auto haben. Das ist der einzige Grund. Ich möchte einen coolen Streifen für mein Auto. Und ich fahre jetzt übrigens erstmal zur Werkstatt, weil ich gucken wollte, wofür man, was man machen muss extra dafür. Also auch vielleicht, um mal zu gucken, was wir Neues freigeschaltet haben. So, andere Radios sind da. So, so weit kann es ja eigentlich gar nicht mehr sein. Und Käblich sind wir auch fast da. Wir fahren anscheinend nicht direkt in die ganz richtige Richtung. Na, guck mal, hier ist sogar auch so eine Werkstatt. Können wir auch eigentlich irgendwie hier hin. So. Hier haben wir was Neues. Hier, was ist das? Nee. It'd be nice to live, then we wouldn't have to wait so long. Oh, das gefällt mir ja schon ganz gut, aber irgendwas, was wir nicht hatten, das gefiel mir noch besser. Das war es, glaube ich, nicht. Es war das hier. Ich finde, das ist ganz gut. Point Verdun Narrows. So heißt das Rennen. Das will ich, das Teil will ich haben. Points, ist hier das? Hallo Points. Nope. Wo sind die Rennen? Point Verdun Narrows. Das ist das Rennen. Das machen wir jetzt. So, das machen wir jetzt. Krasses Ding. Dass dieses Feature mich doch irgendwie ein bisschen packen würde. Aber ich glaube, hin und wieder werden wir jetzt einfach mal ein oder zwei Rennen machen. Heißt jetzt nicht, dass wir alle Rennen machen. Weil ich glaube, da stand was von wegen, es gibt gerade mal 12 Rennen im gesamten Spiel. Ich glaube, die kann man mal machen. Vielleicht aber jetzt nicht alle hintereinander. Das wäre ein bisschen viel Rennen fahren hintereinander. Wow, shit, sorry. Ich war gerade konzentriert auf den Wagen, der mir irgendwie in dieser Farbe ganz gut gefällt. Im Vergleich zum schwarzen davor. Ich glaube, mit dem Streifen wäre der ein bisschen aussagekräftiger, der Wagen. Zumindest auch über das Dach halt, ne? Deshalb will ich unbedingt dieses Rennen machen. Oh, die Performance ist irgendwie in der Innenstadt bei Regen schlecht. Nein! Ich schieb's auf die Frames. So, jetzt ist es irgendwie schon besser. So, hier ist der Pastor, ne? Da fahren wir später nochmal vorbei. Oh, 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 oh. Das war doch gut.
rechts. So, müssen wir doch gleich da sein, ne? Ich mal endlich dieses Teil freischalten. Tja, da wird Mafia 3 plötzlich zum Racing Game. Supercharge Kit 3 und Diamantaufkleber. Für den ersten Platz. Ich glaube, das mit dem Diamantaufkleber ist das, was wir haben wollen. Plus, wir kriegen noch 1500, einfach nur, wenn wir das Rennen gewinnen. Ist ja auch ganz gut. So, RAM ist ja erlaubt, ne? Leider aber nicht so schnell, wie es der Streckenrekord will. Ich habe schon plus eine Sekunde zum Streckenrekord. Ich glaube, das ist eher für Exoten gedacht, diese Zeit. Also für die mega krassen Sportwagen. Mit denen muss man diese Zeit toppen. Mit der Karre schaffen wir das auf keinen Fall. Oder geht's, wenn wir die Karre tunen irgendwie? Nein, 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 nein. So, ein bisschen Konzentration. Ja, schon 5 Sekunden zu langsam. Also das schaffe ich mit so einer Karre auf keinen Fall. Oh, plötzlich nur noch 3 Sekunden. Ah, schön abgekürzt ein bisschen. Also, dass es regelkonform ist. Warum werden meine Zeiten plötzlich besser? Was ist denn hier los? Ja, das hat's jetzt verkackt. Das hat's jetzt zwar leider verkackt. Hä? Warum ist denn plötzlich die Zeit so gut? What the fuck? Hm, ob's doch machbar ist? Wir sind jetzt im Minus. Verwundert mich aber das Ergebnis vom ersten Rennen, weil da waren wir ja wirklich viel zu langsam. So, ich habe es übrigens rausgefunden, man kann anscheinend einfach Leute überfahren, ohne disqualifiziert zu werden. Gut zu wissen. Da-d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 a